Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time! Jo Leute, Gilde Nummer 2 kämpft gegen die Niedersachsen. Ja, die werden die Sächseln aber nicht. Die Niedersachsen. 34.707 zu 24.853. Mal einen kurzen Überblick verschaffen, was hier Sache ist. Hier haben wir 35 Aktive gehabt bei den Niedersachsen. Bender tatsächlich der Beste. Wir haben schon eine glatte 1000 hier mit am Start und aktuell 43 Aktive. Das ist ziemlich solide, würde ich sagen. Ja, dann machen wir auch mal unsere Kämpfe gegen Hinata. Schauen wir mal. Hinata. Boah. Das ist, ja, komm. Da brauche ich jetzt nicht nochmal extra was anzuklicken oder so, weil... So, das wird eine glatte 100. Gegen Hinata. So, zack. Anschauen. Oh, Motom 10. Ich denke, das wird jetzt ähnlich. Nein, das wird nicht ähnlich werden. Das wird nicht ähnlich werden. Horse Camp hat zu viele Leben. Aha. Na, doch wieder. 100. 100! So. Nächstes Match gegen Roland mit 83 Leben. Das könnte unter Umständen jetzt tatsächlich dann etwas kritischer werden. Wir fangen jetzt mal mit Mr. Business an, dann schauen wir erstmal. Ja, da kommt er natürlich mit sowas hier. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Das sehe ich gar nicht gerne. Ein Garagenrock kriegst du dann noch mit hinzu. Nee, 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 nee. Okay, da muss ich dann danach mit der Fugenpistole und mit dem Kettensägenhenk dann dran gehen an die ganze Geschichte, weil das wird sonst nichts werden. Oh, jetzt ist es sowieso schon weg. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Der Roland, mein lieber Freund, du. Du hast mir jetzt ja, jetzt ist bei mir schon Feierabend. Jetzt habe ich ein Match gegen den Roland verloren. Roland. Wo ist er denn überhaupt, der Roland? Hat überhaupt nicht gekämpft. Ist einfach nur so da zum Verteidigen oder was, hier der Roland. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was war das denn? Der Robert Dice, 84. Okay. Fangen wir jetzt mal hiermit an. Jetzt sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. So. Nein, 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 nein. Hier den da und fertig. So. Ne 100. Alter Vater, das kann nicht wahr sein, dass ich dieses eine Match da gegen den Roland verliere. Ja. Unterschätze niemals einen Gegner. Niemals. Tu es nicht. Unterschätze niemals einen Gegner. Ja, und da bin ich natürlich dann auch gleich schon wieder drauf reingefallen. Ich sage es immer selbst zu mir. Tu es nicht, Herr Gleich. Tu es nicht. Und was passiert? Bam, Roland. So. Da ist der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Sag mal, diverse Möglichkeiten. Wir könnten natürlich versuchen mit einer First-Hit-Attacke. Ich vermute, es ist eine Vermutung.
Ich vermute, dass ich mit der First-Hit-Attacke auch schon das Ding gewinnen würde. Okay? Ist einfach nur so eine Vermutung. So, machen wir hier nochmal einen Push von der Seite. Jetzt haben wir so viel. Können wir hier noch mehr pushen. Jetzt können wir nochmal hier mit Punch pushen. So, und da ist der Picknicker 71 mit einer 100 besiegt. Verdammt nochmal. Macht denn Roland mit mir, ey? Gibt's doch nicht. Ich glaube, das wird sich bei mir einbürgern. Also wenn ich jemanden unterschätze, dann macht dann Roland mit mir. Ich glaube, das wird mein neues. Ja. Also. Ja. Schlimme Tina. So. Was soll da jetzt noch passieren? Schlimme Tina. So, die schlimme Tina ist erledigt. Nein, nicht die schlimme Tina ist erledigt. Die schlimme Tina erledigt ihre Arbeit. So. Also. Fortführen. Und die letzten vier Matches. Was ist denn da los, ey? Verarschen? Bobby und ein Leon Pettard, der sich jetzt zum Glück gleich wieder hochheilen wird. Und jetzt passiert auch nichts mehr. Der Willi! Du machst aber keinen Roland mit mir, Willi. So. Was ist denn da los? Ein Dale sieht bei mir auf einmal, ist auf einmal bei mir hier ein Brian. Arschen. So, jetzt da durchklicken, da durchklicken. Willst du mich veräppeln oder was? Was ist denn da los? Also, ich war einfach nur gerade hier auf dem ersten Account parallel. Ein bisschen Basic. Also, Dailies spielen. Ulen 01! Mal gucken, ob er denn mehr. So, Ule 01, was haben wir hier? 1721, der hat 84 Leben, ne? Ich befürchte ja ganz schwer. Also, ich fange jetzt mal da damit an, weil das habe ich mir schon fast gedacht. Du denkst auch, so hast du dir das gedacht, alter Vater. Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. So, und du willst da auch stärker werden da oben? Nö. Das lassen wir mal schön auch nicht zu. Und das ist jetzt auch schon wieder so eine Kackrunde, ne? Also ganz ehrlich, so eine Kackrunde, die schon wieder gar nicht so in mein Ding reinpasst. So, ich spiele jetzt einfach nur nebendran. Was? Hab ich jetzt irgendwas? Ich meine, okay, mir ist es wurscht. Gerne. Kein Problem mit, ja. Aber, hä? Platte 100, okay. Also, der vorne ist geheilt. Er ist jetzt einfach weg. So, also. Im Detail anschauen. Was da jetzt genau passiert ist. Hä? Was war denn? Sind da gerade? Also, ich bin... Ja, also. Hier zwei Stück noch. Gegen JP85. Was haben wir da? Da haben wir einen Peter und da könnte ich jetzt gerade mal echt nicht viel mit anfangen. Und aktuell hier keine. Begrüßungsmojito, sorry, tut mir leid, aber das Ding, die Scheiße mache ich nicht mit. Vergiss es. Das mach ich nicht mit. Flip J. Fry. So, jetzt kommen wir mit der Combo. Jetzt müssen wir mal was überlegen. Komm. Komm mal hier. Und
Mond. Nee, das ist nicht schön. Kriegst du nicht hochgeheilt? Naja, egal, komm. Ja, vorne kriegt jetzt auch nochmal einen Push, oder? Ha! Doch, 100. Wer hätte das gedacht? Ich war mir jetzt echt unsicher, ob es reicht. Aber es hat gereicht. So, noch ein Match. Und 89. Boah. Fangen wir mit der Skimaske an von mir aus. Machen wir hier den Kleiderschrank. Ja, komm, machen wir den S&M Peter. Ich will es da vorne in den Push haben. Von mir aus gibt es jetzt nochmal einen Push nach vorne. Naja, rein. Jetzt lass mal überlegen. Wenn der jetzt da durchgeht, dann haben wir... Dann kann der Roger nochmal sich hochheilen. Ne, das mache ich so nicht. Ich mache jetzt einfach die Fugenpistole ganz nach rechts, damit der Roger sich nochmal mit hochheilen kann. Genau. Bam, 72. 92. Hier sind ein paar Pünktchen noch gewesen, die ich retten konnte. Oh, das war auch das letzte Match schon. So, ja, der Blutsauger hilft natürlich nur dann noch, die Punkte hochzuhalten, wenn die Karte auch tatsächlich nochmal zum Zug kommt. Wenn davor, wenn jetzt der S&M Peter gepusht worden wäre durch die Combo, dann hätte der schon den Finish-Move gemacht und dann wäre der Roger nicht mehr per Blutsauger hochgeheilt worden. So, um das zu erklären. Bender, Lemmy, Wings, Schnorchel, Steffi, Misanthropik und so weiter. Das sind hier, die haben 904 erreicht von denen da. Und dann gehen wir da runter, die haben 35. So. Bei uns Tristan, der Veni mit einer glatten 1000. Unglaubliche, sensationelle 1000. So, dann haben wir einen Zardos mit 999. X-Strike, 992, Dreifuchs, 991. Tim May, 991. James, 988. Sweezy, 986, Ruffy Traffy, 975, Beneath, 973, Mark Foul, 973, Gabriel D, 970, Andrelo, 966, Marunga, 966, Fanzinho, 965, Scotty Pippen, 957, Stewie, 956, Simal, 954, Hilililililil, 931, Wovan, 908, Georgios, Knuckster, Badass Charlene, Outlaw, Deke, Magolive 500, Strawberry, Oli Z, Rockley, Dale, Lord Universe, Tim Friedi, Suarez, Pischloss, so, Joseph, Elisabeth, dann komm ich hab noch ein paar Punkte mehr, Schmobi, Bobob, Smug and Fresh, Slimchi, Quarkmüller, Max, 808, I35, Player und BBBBBBB. Ja, und damit sollten wir endlich mal wieder irgendwo in die Top 200 einziehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schreibt es mal ein, wenn es wieder heißt, Animation Throwdown, mit mir dem gleich auch ein, macht's gut, bis dann, tschüss.